am Anfang haben wir uns mal überhaupt beschäftigt, was ist CM-Software, dann welche Produkte gibt es da überhaupt, muss man sich in den Markt einmal überhaupt einleben. Und dann haben wir halt unseren Kriterienkatalog erstellt, der klassischerweise mit dem Preis anfängt, was kostet die Software, kann ich mir das leisten, wie funktioniert das. Und wir waren ursprünglich nicht auf der Suche nach einem Cloud-basierten System, haben gar nicht gewusst, dass es das gibt, sondern im Prinzip einerseits Programm verursacht Infrastrukturkosten, Server, Technik, Verkabelungen und so weiter. Und zum anderen hat Lizenzgebühren, und die Lizenzgebühren haben sich in den einzelnen Produkten, wir haben 6 Produkte angeschaut, zwischen ja, ein paar hundert Euro bis ein paar tausend Euro bewegt, und das Preisliche war halt ein Thema. Dann das Weitere war dann einfach Geschichten, wer ist die Firma dahinter? Also wer ist der strategische Partner, weil wir suchen ja nachhaltige Software, die nachhaltig quasi auch über Generationen bei uns als Familienbetrieb in dritter Generation ist das ein Thema, dass also das investierte Geld auch zukünftig quasi da gut investiert war. Kann diese Firma quasi das Produkt weiterentwickeln, kann sie ein Service Center zur Verfügung stellen, gibt es die Möglichkeit SLAs abzuschließen, gibt es die Möglichkeit überhaupt beim Unternehmen ein Mitspracherecht zu haben in der Entwicklung des Programms und so weiter. Das waren die Themen. Dann vom Programm an sich natürlich klassischerweise, wenn man in der Office-Welt lebt, das Look and Feel des Office-Programms schafft eine kurzfristige, rasche Einschulung bei den Mitarbeitern, wenn sie schon dieselbe Oberfläche haben. Und natürlich, wenn etwas aus der, also wie jetzt zum Beispiel das Fazit, wenn es aus der Microsoft-Familie kommt, gibt es Unmengen von Produkten, die ja aus der Microsoft-Familie kommen. Das Potenzial für Schnittstellen etc. ist dann sehr, sehr hoch natürlich. Ne? Ja, und abschließend war natürlich, wenn der Partner örtlich erreichbar ist, also für ein Tiroler, Wiener Unternehmen zu haben, wäre in der Einführungsphase eher ein schwieriges Unternehmen, geht wahrscheinlich auch, aber es war mir die Lokalität dann, also ja, fast am wichtigsten.